So Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Let's Play. Wir sind vergiftet. Ach nee, das war's nicht. Was spielen wir denn überhaupt? Pokémon Silber. Ja. Aber wir sind vergiftet. Das ist ne Hapsi ja. Ist vergiftet. Ach, Hapsi. Du meinst. Das ist das Vieh, was wir von dem Wärter bekommen haben, ne? Genau. Mit dem Brief. So, weil Hapsi nämlich spezielle Erfahrungspunkte bekommt, will ich das schon bewahren. Hapsi bewahre. Hab sie lieb. Oh je. Hey, hast du mein Pokémon ausgeliefert? Ja, hab sie ausgeliefert. Okay, was haben wir vor, Bloody? Was ist der Plan? Ich bin spät dran, wir kommen im Pokémon Center. Hey, so spät ist noch gar nicht. Es ist Sommer, ja, bei uns scheint noch voll die Sonne. Tatsächlich. Aber es ist kühl, in Paris war es wärmer. Wir waren nämlich in Paris. Ja, aber... Interessiert keinen, aber... Das ist ja nur schon ein wenig Unterschied, oder? Na, ja. Ich meine, am Wochenende war es ja auch warm. Mein Opa hat gesagt, war kalt. Dass es so ein Unwetter gab, wo übelst viele Segelschiffe untergegangen sind, hier in der Region bei uns. Echt? Also, ich weiß, das Wochenende zuvor war ganz schlimm. Nun. Auf dem Rock am Ring. Muss also, Blitz eingeschlagen sein. Liebe Zuschauer und Hörer, wenn ihr die Chance habt, nach Paris zu fahren, wer überhaupt darüber nachdenkt, tendiert dazu. Es ist... Nein. Also auch alleine, wenn ihr einen Selfie-Stick braucht. Allein dafür lohnt es sich, allein nach Paris dafür lohnt es zu fahren. Das ist richtig. Wer hinfährt, wird es verstehen. 5-1 Euro, Leute. 5-1 Euro. Na, günstig ist es. Ungefähr so nützlich wie ein Igel, der im Berufsverkehr über die Straße läuft. Aber das gehört jetzt nicht dazu. So, guckt euch dieses kleine Haus an, ne? Dieses Riesenhaus ist ja drin ungefähr so. Das ist, ja... Das passt, ja, ne? Und dann dieses kleine Haus und das ist drin einfach mal so. Kimono Girls. Das läuft. War noch Zeiten. Genau. Kennst du den Film Hot Shots? Nein. Also ja, gesehen habe ich ihn nicht. Achso, okay, das ist auch so. Da geht er auch in so einen Wohnwagen, der am Strand steht und dann ist Schnitt und dann läuft er durch so eine übelste Halle mit Säulen. Das ist übelst toll. Okay. Die Kimono Girls sind nicht nur... Wunderschön, oder? Wunderschön. Nein, warum ist mein Controller ausgegangen? Nein! Oh, jetzt wissen wir nie, was die Kimono... Großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, aber konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono-Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Was ist das für ein seltsamer Mann? Das ist ein Mann, der es mag, wenn Mädels verprügelt werden. Ja, naja. Dieser Mann hat immer seinen Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa, ein Monosynchron-Schwimmen-Pokémon zu besitzen? Ein Monosynchron-Schwimmen? Also, ich glaube, das ist einer der seltsamsten Textblöcke. Ne? Also, wobei, ich muss sagen, es gab eine Zeit, ich habe die Jahreszahl vergessen, da war Monosynchronschwimmen eine olympische Disziplin. Also Synchronschwimmen im Einzel. Oh mein Gott, okay, lass mal weiterspielen. Das war Leute halt Synchronschwimmen zur Musik. Die Kimono-Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Ja, ich habe eine komische Stimme. Wollen wir sie... Oh, guckt euch an, wie sie aussehen. Ne? Also, sie sind schon echt niedlich. Wir fangen mit der roten an. Ich meine, die ist einzigartig. Ich meine, sind sie nicht hübsch? Ich meine, also ich finde die Sprites, guck doch die schönen Augen an. Es ist wunderbar, die roten Lippen. Guck mal, die hat blaue Lippen, siehst du das? Und grüne Lippen. Ja, aber blaue Lippen ist schon ziemlich gefährlich, die ist unterkühlt. Was sind dann grüne Lippen? Ist meine Haarspange nicht hübsch? Nein. Oh, ein Pokémon-Kopf? Ja, deine Haarspange ist. Okay, sie hat nur ein Pokémon. Linder. Linder ist auch ein Was haben die denn für einen Typ? Oh. Nachthara. Ein hübsches Pokémon. Kann man nicht anders sagen. Gucken wir mal, was ich sehr gut da eignen würde. Nachtaras Unlicht, ne? Genau. Haben die Schwächen? Ja. Ist die Frage. Ja. Aber da haben wir nichts dabei, glaube ich. Ja. Das hat nichts damit zu tun. Nachtara setzt Tackle ein. Wir werden sie natürlich erstmal ein bisschen, was machen wir? Ruckzuck hieben. Das war nicht wirklich gut. Ha, da haben sie gedacht, ich tausche. Was macht Verfolgung? Verfolgung macht mehr Schaden, wenn du austauschst. Das ist die einzige Attacke, die vor einem Austausch kommen kann. Ah, das heißt, okay, wenn du ein Pokémon austauschen willst, dann nimmst du noch Schaden durch Verfolgung. Und zwar mehr, ich glaube, doppelter Schaden. Okay. Ha!
Also die Musik in dieser Loop konnte auch manchmal nervig sein bei einem längeren Kampf. Ja. Das war der seltene Grund, das mal runterzudrehen. Also diese Sandwirbel-Geschichten. Ja, das Gute ist, wenn er jetzt Verfolgung einsetzt, könnte er nämlich versuchen, uns zu nerven. Oder denken könnte. Also in einem Competitive könnte man denken, der tauscht jetzt aus. Genau, da kommt die Verfolgung. Ich hoffe, jetzt kommt sie nicht mehr. Und dann Marty. Warum? Weiß ich nicht. Okay, jetzt kommt keine Verfolgung mehr. Marty! Dann wird wahrscheinlich jetzt wieder eine Verfolgung kommen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich hab das jetzt gerade nicht im Kopf. Ist vielleicht ganz interessant, wenn du jetzt unser Tornupto wieder einsetzen würdest. Ist es nicht mehr gesenkt. Ist die Genauigkeit nicht mehr? Genau. Okay, das sind vielleicht ganz relevant. Das sind Kampfwerte. Nun, der Kampf bleibt ja derselbe. Letzten Endes. Oder ja, die sind durch Austausch weg. Es ist keine primäre Statusveränderung. Falls ihr das Es ist gar kein Tornupto. Tornupto ist die letzte Entwicklung, ne? Ja, wir haben noch kein Tornupto. Wie heißt es? Es ist ein Igelava. Igelava, genau. Es gibt Leute, letztens, wer hat es denn? Die haben gesagt, dass Tornupto das hässlichste Pokémon ever ist. Von den Startern. Und dass sogar Logok besser aussieht. Und da musste ich gleich mal so halb ins Gesicht schlagen. So halb? So halb ins Gesicht schlagen ist so. Ja, okay. Und dann einfach okay. Radikal anhalten. Also radikal anhalten. Tackle. Ich will jetzt nicht nochmal tauschen, weil ich will die Erfahrung. Also wenn das so weitergeht, dann wird das mir den. Ah, danke, Vati. Vati. Habsi erhält 300.000 Erfahrungspunkte. Linda wurde besiegt. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Das hast du gut erkannt. Und 1224 hatte ich. So, jetzt machen wir zuerst die beiden blauen platt. Okay. Ich hatte immer mit meinem Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Heißt es, dass ihr immer irgendwo reinrasen? Zwei Pokémon. Nein, auch eins. Kaiko. Oder Keiko. Keiko. Psyana. Süß. Zwei Schwänze. Wir gucken mal, was. Schweife klingt aber auch sehr komisch, ne? Schweife. Bevor ich hier abschweife. Konfusion hat eine gewisse Chance, zusätzlich zu verwirren. Ist das richtig? Ja. Ja. Okay, los, Mrs. Leaf. Mogelbaum. Bei Mogelbaum hört man es einfach so geil raus. Ja. Im Deutschen klingt es halt ziemlich geil. Schwieriger ist es bei Taubsi. Los, Staub, Steinwurf. Ja, wahrscheinlich. Mogelbaum war Level 20, als wir es gefangen haben, oder ja. So? Ja, genau. Steinwurf war auch früher nicht. Fand ich so eine sehr stark. Von Animation ja, sehr cool. Ja, stimmt. Was ich immer seltsam fand, war Geowurf. Dieser schwarze Ball. Der Kampf war erschreckend kurz. Ja. Wir haben trotzdem ziemlich viel verloren. Kiko. Oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Irgendwie nicht so sehr, denn ich habe immer noch 5 Pokémon und nur 1. Und ich möchte bitte mein Pokémon heilen gehen. Ach, da unten ist es Poke. Die Town-Music war ganz leise gerade, ne? Ist das war nachts so. Achtung. Ich muss immer dran denken, dass ich ja hier kein... ich spiele das Ganze auf einem Analog-Pad, also mit Joystick. Annette! Guten Abend, Silva! Das ist aber Annette. Das ist aber Annette. Hier ist Annette! Warst du noch auf? Nein. Wie geht es deinem Pokémon? Ja, ist gut so weit. Ich halte mein Nidoran weiblich in Topform, indem ich regelmäßig Pokémon-Center besuche. Das musst du hören. Vorgestern habe ich gegen einen Rattan gekämpft. Es war einfach. Ich war aufgrund der Elementklasse im Vorteil. Bye, bye! Dafür hast du mich geweckt. Okay, so, zweites blaues.
Kim Ono. Kim Ono, genau. Kim Jong Ono. Oh, du bist dabei ein süßer Trainer. Willst du kämpfen? Nein. Das ist das Erste, was ich ein Mädel frage, wenn sie süß ist. Du bist aber süß. Jetzt brauche ich wohl einen neuen besten Freund. Hey, Thaddäus. Nein. Wilma. Wilma. Ich glaube, die Wilma kämpft. Wilma kämpft. Ah, Mann, das wollte ich auch gerade sagen. Verflucht. Aquaner. Kimono Girl Wilma kämpfen. Kimono. Scheiße. Ja. Die sind alle sehr schnell, weil unser Hatzi noch sehr dumm ist. Ich meine natürlich unerfahren. Sehr unterlevelt. Sehr unterlevelt. Ach komm, hättest du wenigstens einmal schnabeln können, nein, oder? Ich hab's doch schon einmal geschnabelt. Ach so. Ich schnabelst du den nochmal. Guck mal, der hat mir 29 KP abgezogen. Ja, der. Aquana ist hier nämlich männlich. Man glaubt es kaum. Ein Aquanar. Mit Aquarknarrehe. Donnerschock. Das wird zum Glück überhaupt nicht effektiv sein. Nee, überhaupt nicht. Es wird ja auch überhaupt nicht. Oh, na, okay. Aquana hat eine ziemlich hohe Spezialdefensive. Offenbar, sonst würde es vermutlich Töter sein. Töter? Tut Töter. Am tötesten? Ja, manche Sachen kann man nicht steigern, das ergibt doch ziemlich viel Sinn, weil tot zu steigern ist wie leer zu steigern. Das wäre ein cooler Spruch. Manche Sachen. Kann man nicht steigern. Für alles andere gibt es Steigerungsformen. Nein, sowas wie. Manche Sachen kann man nicht in den Plural setzen, das würde keine Sinne ergeben. Na? Okay. Ja. Oh, sag mal, was ist denn? Hi Silver, wie geht's dir? Kannst du mal einen Flugzeugmodus mit deinem... Ich habe beim Einkauf mein nützliches Item gefunden und es von deinem Geld gekauft. Mutter! Egal wie dekorativ es ist. Es ist vielleicht dieses wunderbare Relaxo. Es wird dir gefallen. Klick, klick, klick. Sobald ich das Relaxo habe, lasse ich sie auch nicht mehr sparen. So, wir haben jetzt drei Trainer besiegt. Jetzt ratet mal, was diese Trainerin für einen Pokémon haben wird. Ich sage ein Flamara. Und du? Ich sage, dass es Blitzer-Trainerin ist, aber ich weiß es nicht genau. Ob die auch Wilma kämpfen? Nee. Edith. Ein E-Mail. Ha! Ha! Glück! Schuldest mir ein Nuskati-Brötchen. Ich schulde dir gar nichts. Du kannst meinen Nutella aufessen, die esse ich eh nicht. Du hast Nutella... Liebe Zuschauer, wenn Sie gerade glauben, Sie befinden sich in einer Paralleldimension, in der ein Mensch gesagt hat, ich habe noch Nutella, ich esse ihn nicht, nimm du sie. Liegt ihr falsch? Wir sind in der Realität im... Also, ich kann... Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ich hab Samba. Warum soll ich mir Nutella aufs Brot schmieren? Ich schmier mir Nutella aufs Brot, wenn die Samba alles und ich keine neue gekauft habe. Sven ist oft anti. Aber es ist okay. Bloody meine ich natürlich. Ich bin nicht oft anti. Ich bin immer anti. Genau. Bitte. Ich bin sogar so anti, dass ich dagegen bin, anti zu sein. Nimm einen Rat von mir an. Sei ungehorsam. Nein. Der muss erstmal wirken. Ja, okay. Ich müsste mir wirklich so ein Soundboard machen und dann hätte man so ein Lachen oder so. Ich hätte das an. Ich hätte das TeamSpeak anlassen sollen. Das Soundboard, ja. Ach, gehört das zu TeamSpeak? Okay. Ja, das gehört zu. Teamspeak. Warum ist Feline eigentlich nicht weiter drin? Deine versinkt. Dein Ernst? Stand gerade da. Ja, da stand aber Pferd sinkt. Ach so, ja, dein Pferd, dann sinkt halt mein dein Versing, weiß ich da nicht. We are thinking. What are you thinking about? What are you thinking about? Ach ja. So, ach, komm schon. Leider wird er mich jetzt platt machen. Mach mal Schlamm. Nein, wird er nicht. Schlamm hat eine... Doch, er hat mir drei Rutenschläge reingeschlägelt. Drei Rutenschläge, also bitte. Was denn? Nee, schon gut. Was ist eigentlich dein Problem? Mogelbaum. Mogelbaum. Komm, Fußkick. Fußkick? Fußkick. Schon viel. Das ist Ironie, wenn Sandwirbel viel schlägt. Fasskick. Flamara hat selber Sand in die Augen bekommen. Mrs. Leaf erhält 360.000 Erfahrungspunkte. Mrs. Leaf erreicht Level 220 Millionen. Mrs. Leaf erlernt fliegen. Hey, das war in meiner Polen-Version von den beiden Spielen gegen das. Erzähl die Story, die ist ziemlich cool.
Ja, ich hatte halt mal, meine Eltern haben damals, sie hatten ja keine Ahnung von Pokémon, die haben mir ja auf einem Trödelmarkt ein Pokémon-Spiel gekauft. Das war schwarz und das war, die fanden das cooler, weil da waren beide Spiele dabei, Gold und Silber. Ja, Ende vom Lied war, die waren auf Englisch, man konnte am Anfang auswählen, ob man Englisch oder Deutsch spielen will. Ich habe da ein bisschen Englisch gelernt, das war ganz cool. Allerdings war es so, dass einige strange Sachen passiert sind. Was ist denn passiert? Zum Beispiel, ich habe einen Mogelbaum bekommen und es konnte die VM Fliegen erlernen. Und dann bin ich immer mit meinem Mogelbaum rumgeflogen. Ihr kennt noch das Bild, wie Mogelbaum am Anfang tanzt. Stell dich vor. Ein großer Krieg erfordert immer große Opfer. Aber nicht Habsi, wir versuchen dieses Scheißspiel zu trainieren, es kriegt sogar spezielle Erfahrungen. Ich dachte, ich mache ein Quiz draus. Ab welcher Stelle nimmt der kluge Morphus das Steuer in die Hand? Das haben die Leute mitbekommen, als du Habitat nicht ausgetauscht hast. Das glaube ich nicht. Oh, der kluge Morphus, wenn ich das schon wieder höre. Da denkst du dir, ach, warum bin ich nicht so klug? Jetzt setzt der Zertrümmerer ein, nur um die Fähre zu senken. Stand doch fair. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe sie gesagt. Und an die Landwirtschaft hast du dir überhaupt nicht gedacht, du sauber gepflegter Campingklos. So. Wir hatten letztes Jahr da die Kartoffeln. Das war krass. Ja, das gibt auch Step auf die Attacke. Snitch, was ist Step? Immer noch Same-Type-Attack-Bonus. Wenn ein Pokémon vom Typ Stein eine Steinattacke einsetzt, ist es stärker, als wenn ein Pokémon von Nicht-Typ Stein eine Steinattacke einsetzt. Die Kimono Golds sind nicht nur großartige Tänzer, sind an... Ah, lass mich raten. Und glauben... Ja, du kannst nicht mehr... Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu, nimm es ruhig. Silver erhält VM03. Und er sagt mir bestimmt auch, was es ist. VM03 in die TM-Tasche. Das ist Surfer. Pokémon kann jetzt jedes Gewässer überqueren. So. Jetzt bringen wir natürlich erstmal unseren Mogelbaum. Nein. Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich einen Surfersklaven erstmal? Nein, zurück. Wir hatten einen VM-Sklaven. Welches war denn das? Nee, wir haben noch keinen VM-Sklaven im Team, würde ich sagen. Sag nochmal, was heißt VM und TM? Versteckte Maschine und technische Maschine. Ah ja. Deswegen heißt es im Englischen auch HM. Felino? Ja. Hidden Machine? Hidden Machine. Warum auch immer das Ding versteckte Maschine heißt, weil die musst du irgendwie nicht finden, die kriegst du einfach ins Gesicht geschmissen. Da kommt irgend so ein Typ und schmeißt dir eine VM ins Gesicht. Voll versteckt. Ja, da kommt doch so ein Typ, weißt du? Und am Ende können wir mal so richtig schön eine TM ins Gesicht werfen, aber ich lasse das nicht mehr machen. Ich werfe dir selber meine TM hin. Und dann werfe ich dir auch noch eine TM ins Gesicht. Und deinen Freunden auch. Bam. That's a bam. Komm jederzeit wieder vorbei. Immer noch besser als komm bald wieder. Vielen Dank, komm bald wieder. So, was steht an? Wir gucken jetzt mal in die... Ach, wir gehen schon mal in die Arena. Das Gewässer sieht ruhig aus. Ja, da können wir nicht surfen. Arm. Sieht man es hier? Wieso? Konnte man das auf dem Gameboy sehen? Ja. Witzig. Also wir gehen jetzt in die Arena und ihr werdet gleich mal sehen, Weiser Monty, Monty Python. Weiser Monty. Nebulak, also ihr seht, wir haben es hier mit Geist-Pokémon zu tun. Das hätte uns der Typ auch gesagt, aber wir wollten ihn nicht fragen. Und da setzen wir natürlich Schnabel ein. Genau, weil alles andere normal ist. Oh, das war sehr schlau. Wir hätten vielleicht doch erst tauschen sollen, weil Habsi kann nicht mehr fliehen. Eine Attacke, die sehr gut ist, um später die legendären Raubkatzen zu fangen. Sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob Horrorblick noch wirkt, wenn das Nebulak besiegt ist. Ich hoffe nicht. Weil ansonsten sind wir jetzt... Ja, ich könnte es vielleicht sogar wechseln. Sehr schön. Felino? Felino. Felino kann jetzt Surfer. Okay, ich glaube, später wirkt Horrorblick mich weiterhin. So, diesen Trainer werden wir jetzt noch schnell besiegen und dann so versetzen wir ganz nach oben und dann kommt die Aquaknarre an die zweite Stelle und bam. Fluch. Sehr schön. Macht euch erstmal selber fertig. Wie war das mit dem Fluch? Zieht ihm die Hälfte der KP ab und zieht uns dann jede Runde ein Viertel der KP ab. Wenn wir ihn besiegen, kein Problem. Level 18, tedeledem.
zusätzlich zum Angriff. Was? Fluch. Fluch? Nee, wie zusätzlich zum Angriff? Na, kann es, macht das Nebulach dann doch noch Attacken? Nee, das ist sein Angriff für die Runde. Das ist eine Attacke. Ja, für die Runde, ja, ach so. Nee, aber wenn es dann nochmal Horrorblick macht, nicht Horrorblick, nochmal Fluch macht. Geht nicht, schlägt fehl. Ja, aber du sagst jede Runde ein Viertel der... Mir zieht es jede Runde ja, ein Viertel. Ja, aber kann das Nebula noch angreifen? Na klar, warum nicht? Na, weiß ich ja nicht, weil ach, dann der Fluch machen. Immer wieder wirkt. Nee. Fluch zieht sich selbst die Hälfte der HP ab und belegt mich mit einem Fluch. Ja. Ja, und warum soll der Fluch dann... Ach so, das... Nein. Nein, das ist wie Vergiften. Bei Vergiften passiert das doch auch nicht. Nein, ich wollte tauschen. Fuck. Mach nochmal Surfer. Ja, aber wenn ich es nicht besiege... Schnullibulli. Siehst du, und ich glaube nicht, dass ich es besiegen werde. Und dann habe ich durch Fluch mich verflucht nochmal. Wenn ich es jetzt nicht besiege. Es wäre schön, wenn es tot gehen würde. Ich meine, besiegt werden, weil Pokémon sterben ja nicht. Siehst du, und jetzt... Zack, bam. Das ist nur, weil ich aus Versehen auf... Das ist aber nicht ein Viertel der... Das ist ein Viertel der KP. Ah, okay. Wären 25 eigentlich. Das heißt, du kannst damit eigentlich nie sterben? Das ist nicht asymptotisch. Nein. Es zieht dir ein Viertel ab. Beim nächsten Mal wird es die Hälfte erreicht haben und dann... Ach so, nicht ein Viertel von dem, was noch da ist. Es zieht dir ein Viertel deiner Gesamt-KP ab. Ach so, also in 4 Runden kannst du damit nur noch kämpfen. Genau, oder du tauschst halt aus, weil es eine sekundäre Statusveränderung ist. Das ist immer schön. Das Nebulak sieht echt cool aus. Wenn man es überlegt, eigentlich hast du ja die zweite Generation noch mitgemacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, doch. Aber ist schon lange her. Ne? Ich weiß erstaunlich wenig, ja, das merkt man ja auch. Das war der liebe Morphus, er ist unzufrieden. Und nein, das ist überhaupt nicht wahr. Nein, das war die kleine Tochter meines Untermieters, falls man das überhaupt auf der Aufnahme gehört hat. Was ich nicht mal beschwören möchte. Flay erhält und erreicht LV. Monty setzt ein Nebula ein. Wir also wie viele Nebulaxe hat er denn? Nebuläuche. Nebulakein. Tja, da ist der Lack ab. Der Nebulack. Groll ist auch eine sehr nervige Attacke. Was heißt sinkt um 3? Die AP. Okay. Sinken um 3. Das heißt, ich hatte 3-mal Blut eingesetzt und jetzt das vierte Mal. Das heißt, eigentlich müssen noch 21 haben, aber nur noch 18. Das hegt den Groll in mir. Gut gemacht, tralala, ich schicke Geld nach Hause. Wie viel hattest du am Anfang? 24? Was? Die Punkte. 25. Gerade hattest du... Noch 19, ich habe danach noch eine eingesetzt, 18. Ah, okay. So. So Leute, das war Pokémon Silber für heute. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge und werden diese Arena einfach mal zerrupfen. Bis dahin und tschüss. Tschüss.